Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Dieses Video markiert den Anfang einer neuen Serie, sage ich mal, auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar habe ich mir gedacht, es wäre doch cool, wenn ich euch tatsächlich teilhaben lasse daran, was ich für meine Doktorarbeit recherchiere und lese. Und genau aus diesem Grund werde ich heute mein erstes Paper auf diesem YouTube-Kanal vorstellen, das ich gelesen habe. Das werde ich ab sofort in halbwegs regelmäßigen Abständen immer mal wieder tun, weil ich denke, dass das auch für mich ganz gut ist, über die Dinge, die ich gelesen habe, zu reflektieren und auch von euch ein Stück weit Feedback einzuholen. Und das erste Paper, das ich euch heute vorstelle, ist ein Konferenzpapier, das allerdings schon ein bisschen älter ist, ist nämlich 2016 erschienen. Ich habe ein paar Notizen gemacht, deshalb schaue ich ab und zu hier runter auf meinen digitalen Notizblock. Das Paper ist betitelt mit Interactive Modules in a MOOC, also in einem Massive Open Online Course, und ist von Line Kolas von der Norduni Norwegen, von Hugo Nordset, auch von der Norduni Norwegen, und von Jon Höhm von der Bergen Universität, auch in Norwegen. Ich hoffe, ich habe die Namen alle richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte verzeiht es mir. Ich kann leider kein Norwegisch. Aber wie gesagt, dieses Paper ist erschienen in dem Konferenzband der 15th International Conference on Information Technology-Based Higher Education and Training, die vom 8. bis zum 10. September 2016 in der Türkei in Istanbul stattgefunden hat. Die Konferenz wird wohl jedes Jahr ausgerichtet, soweit ich das recherchiert habe, und ist auf jeden Fall stark international geprägt. Das heißt, da finden sich dann tatsächlich Publikationen aus Japan, über Indien und natürlich auch gerade jetzt in diesem Jahr waren viele türkische Beiträge dabei, also Beiträge von Leuten aus der Türkei. Die Beiträge sind natürlich in der Regel alle auf Englisch, aber das geht dann rüber bis auf die andere Seite des Globus, bis nach in die Vereinigten Staaten und auch Südamerika und sowas, alles dabei. Was haben die jetzt gemacht in diesem Paper? Die haben einen Online-Kurs gehabt, also so ein MOOC, in dem sie interaktive Elemente eingebaut haben. Und zwar 11 interaktive Videos und 2 interaktive Präsentationen. Wie muss man sich das vorstellen? Ein interaktives Video haben sie mit h5p.org gebaut. Wer das Tool nicht kennt, wärmste Empfehlung an dieser Stelle. Da kann man ein Video anreichern, um zum Beispiel Fragen. Das heißt, bei Minute 2 und 13 Sekunden macht das Video Pause und der Zuschauer bekommt eine Frage gestellt. Und wenn er die richtig beantwortet hat, dann läuft das Video weiter. Wenn er sie falsch beantwortet hat, kann das Video zum Beispiel zurückspringen an den Ort in dem Video, wo die Frage beantwortet wird. Das kann man also einbauen, um so ein Video ein Stück weit zu didaktisieren und somit das Lernen zu unterstützen. Das haben sie auf der einen Seite gemacht und auf der anderen Seite hatten sie interaktive Präsentationen. Das heißt, ist quasi wie eine PowerPoint, die online durchgeklickt werden kann. Das heißt, es ist erstmal ein statisches Medium, also wenn ich auf Losklicke, läuft erstmal nichts weiter, sondern ich muss jede Folie von Hand weiterklicken als Lernender. Und zu jeder Folie gibt es dann entweder einen kleinen Audio-Track oder eben Links auf andere Folien oder auch woanders hin ins Netz. Einfach, dass man da auch selbstgesteuert sich durchnavigieren kann. Motivation, warum sie das gemacht haben, ist diejenige, dass bei solchen MOOCs die Abbrecherquote häufig sehr, sehr hoch ist, weil nämlich in der Regel Videos verwendet werden, die eben nicht interaktiv sind. Und das ist so eine One-Way-Bespielung. Das ist im Grunde genau das, was ich mit euch mache. Das heißt, ich hoffe, wer sich das Video bis jetzt noch anschaut, bleibt auch bis zum Ende dabei. Aber ich kann es natürlich nicht voraussagen. Und gerade wenn ich tatsächlich Lerninhalte transportieren würde, wäre es natürlich sehr schlecht, wenn ihr alle jetzt schon abschaltet. Weil dann bekommt ihr gar nicht mit, was am Ende des Videos noch gesagt wird. Das heißt, deshalb haben wir das gemacht, um herauszufinden, inwiefern können wir denn interaktive Elemente nutzen, um die Lernenden länger bei der Stange zu halten. Also im Englischen ist dann von Engagement die Rede, was tatsächlich ein bisschen schwierig ist, wörtlich zu übersetzen. Sie haben das also gemacht und haben den Lernenden, das waren in dem Fall, glaube ich, Lehramtsstudierende, die also später auch mal in der Lehre tätig sein werden, also diese interaktiven Elemente auch verwenden können und vielleicht auch sollen. Denen haben sie einige Fragen dazu gestellt, welche Elemente in diesem Online-Kurs besonders nützlich empfunden wurden und welche eher weniger nützlich empfunden wurden. Und haben aber auch gebeten, einen kleinen Reflexionsbericht über diesen Kurs und das Learning Engagement zu verfassen. Und das Ganze war zwar eine relativ kleine Studie, deshalb haben sie es auch als Fallstudie tituliert. Also sie haben 14 Probanden gehabt, von denen 13 diesen Fragebogen ausgefüllt haben. Das heißt, man kann da tatsächlich nicht von Repräsentativität sprechen. Nichtsdestotrotz fand ich die Studie deshalb so interessant, weil sie sehr ähnlich dem ist, was ich für meine Dissertation geplant habe. Ich möchte auch einen Online-Kurs mit sehr wenigen Teilnehmern untersuchen und schauen,
welche Elemente funktionieren gut für die Lernenden und welche eher weniger und wie kann man vielleicht das Ganze so in ein Evaluationsinstrument überführen, dass man feststellen kann, okay, dieser Kurs ist gut geeignet für Lernende und das liegt begründet in diesen Aspekten oder der Kurs ist vielleicht auch nicht so gut geeignet, weil XY. Die interaktiven Videos hatten hauptsächlich so ein paar Quizzes drin, am Ende zur Selbstüberprüfung oder Wiederholung, ob ich die Lerninhalte aufgenommen habe und verstanden habe. Sie hatten manchmal auch Multiple-Choice-Tests drin oder auch offene Antwortmöglichkeiten und manchmal auch tatsächlich nur so eine erzwungene Pause, um über das Gesagte nochmal nachzudenken, also so eine erzwungene Reflexionsphase. Das habe ich tatsächlich so noch nirgendwo gesehen, finde ich aber durchaus einen interessanten Ansatz. Je nach Fachbereich ist das sicherlich nicht verkehrt. Fachbereich übrigens, dieser MOOC in der Studie war zum Thema Information Quality and Digital Library Services. Ja, also mehr, also gar nicht so extrem fachspezifisch, sondern es ging tatsächlich mehr um Informationen und deren Handhabung. Die interaktiven Präsentationen waren einmal mit Office Mix gemacht und einmal mit Google Slides. Das sind einfach zwei Tools, mit denen man sowas umsetzen kann. Da möchte ich aber nicht viel mehr drauf eingehen, weil es erstens nur zwei waren und das für meine Arbeit nicht besonders relevant ist, sondern ich möchte mich eigentlich mehr auf den Aspekt der Videos stürzen. Sie haben also diese Evaluation durchgeführt, diesen kurzen Fragebogen mit den 13 Probanden, beziehungsweise 14 von den 13 geantwortet haben. Und da kam was sehr Erstaunliches raus, nämlich dass erstens diese interaktiven Videos sehr, sehr nützlich empfunden wurden. Das ist jetzt nicht unbedingt besonders erstaunlich, aber was ich erstaunlich fand, ist, dass das Diskussionsforum, was angeboten wurde, als sehr nicht hilfreich empfunden wurde. Und leider lässt die Studie die Frage offen, ob dieses Forum in irgendeiner Art und Weise betreut war. Das heißt, ist der Dozent, der Lehrende, die Lehrende da aktiv gewesen oder gab es Tutoren aus dieser Übung? Also war das tatsächlich nur ein Kanal für die Lernenden unter sich oder gab es da auch einen Rückkanal zu den Lehrenden dieses Kurses? Das habe ich leider nicht rausgefunden, das wäre aber sicher interessant zu wissen, weil das sicherlich Auswirkungen, also finde ich sicherlich Auswirkungen darauf hat, ob so ein Forum angenommen wird oder nicht oder wie intensiv es genutzt wird. Außerdem haben sie dann aus diesen Reflexionsberichten fünf Schwerpunktthemen kristallisiert, auf die die Lernenden eingegangen sind, ohne jetzt explizit gefordert zu worden, zu diesen Punkten sich zu äußern. Das war einmal die Navigation und Übersicht in dem Kurs, also in diesen interaktiven Elementen. Das war die Variation in der Darbietungsweise der Lernmaterialien. Es ging um den Aspekt des Selbststudiums, also wie selbstgesteuert kann ich denn hier in so einem Online-Kurs lernen, wenn das eben interaktiv ist und nicht einfach nur von Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B durchläuft. Wie aktiv ist mein tatsächliches Lernen? Und der letzte Punkt ist auch so ein Stück weit, dass die Lernenden auf den Lernerfolg eingegangen sind. Das heißt, die haben es von sich aus reflektiert darüber, wie viel oder was sie eigentlich gelernt haben. Und da kam dann tatsächlich raus, dass die Navigation und Übersicht generell sehr positiv wahrgenommen wurde. Ja, das heißt, eine Studentin, also ein Proband dieser Studie hat wohl geäußert, dass das User Interface gerade der interaktiven Präsentation sehr irritierend sein kann, dass man sich aber dann auch im Lauf der Zeit daran gewöhnt. Das heißt, man muss erstmal so ein bisschen bekannt werden mit dieser Online-Lernumgebung. Die Variation der Darbietung der Lerninhalte wurde auch als positiv dargestellt, dass es eben nicht nur Videos waren, dass es nicht nur A, B, richtig oder falsch Fragen waren, also dass man da einfach eine größere Bandbreite hat an Abfragen und Darbietungsformen. Die Sache mit dem Selbststudium war auch sehr gut. Gerade diese Interaktivität in den Videos verleitet natürlich dazu, dass man bewirkt, dass sich die Lernenden oder dass zumindest ein Lernender, der es hier geschrieben hat, mehr dabei bleibt, also sich nicht so leicht ablenken lässt, weil er weiß, okay, ich schaue jetzt das Video an und nach ein paar Minuten in dem Video kommt eine Frage, die muss ich beantworten. Das heißt, ich kann nicht das Video irgendwie minimieren, mir nur die Audiospur anhören und währenddessen irgendwie mein Facebook checken oder sowas. Ja, also das heißt, diese interaktiven Elemente haben wohl die Aufmerksamkeit auf jeden Fall gesteigert und so auch tatsächlich, und das ist der nächste Punkt, die Aktivität, also das aktive Lernen befördert. Weil, wenn ich weiß, dass zu Zeitpunkt X in einem Video eine Frage gestellt wird,
kann ich mir ja auch vorher schon ein paar Notizen dazu machen. Das heißt, ich schaue mir ein Video an, mache gleichzeitig dazu Notizen, drücke vielleicht im Hinblick auf die Frage schon mal auf Pause, dass ich die Frage besser beantworten kann. Und dadurch hat der Lernende natürlich eine ganz andere Möglichkeit, die Inhalte nochmal geistig durchzukauen, sage ich mal. Das heißt, an der Stelle sind diese interaktiven Lehrvideos sehr gut geeignet für die Wissensvermittlung. Und das spiegelt sich dann natürlich auch im Lernerfolg wieder, wobei da auch ganz viele in diesen Berichten wohl geschrieben haben, dass die Face-to-Face-Lehre, also die tatsächlich präsente Lehre, wenn man den Lernenden und den Lehrenden zusammen in einen Raum tut, dass die wohl noch ergiebiger ist als die interaktiven Videos, aber die interaktiven Videos wiederum ergiebiger sind als nur Videos, also als Videos, die dazu verleiten, das absolut passiv wahrzunehmen. Ja, das heißt, so ein bisschen Netflix lernen, sage ich mal. Das heißt, ich setze mich vor ein Lehrvideo, schnapp mir einen Popcorn, schaufel den nämlich rein und lass mich berieseln. Da ist natürlich schon die Frage im Raum, inwiefern ich da tatsächlich noch was lernen kann. Insgesamt fand ich, dass die Studie schon ganz gut war, weil sie eben ziemlich ähnlich dem ist, was ich machen will. Es zeigt mir, dass ich nicht ganz auf dem Holzweg bin, sondern dass es tatsächlich eine Herangehensweise ist, die durchaus legitim ist, die auch andere Menschen schon verfolgt haben. Gerade weil es so eine kleine Studie ist, ist sie natürlich nicht besonders aussagekräftig, aber deshalb umso mehr Ansporn, ähnliche Studien durchzuführen, um da quasi insgesamt mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Und was ich aber sehr schade finde, das habe ich schon gesagt, einerseits, dass nicht klar wurde, ob dieses Forum betreut war, weil es eben so schlecht abgeschnitten hat in der Evaluation. Und was ich auch ein bisschen kritisch sehe, ist aber natürlich meine ganz persönliche Brille, ist, dass sie diese interaktiven Präsentationen und die interaktiven Videos erstens in einen Topf geschmissen haben und zweitens das Mengenverhältnis so unterschiedlich ist. Also 11:2, 11 Videos, 2 Präsentationen. Da kann man sich schon fragen, inwiefern das überhaupt miteinander vergleichbar ist, weil ja das einfach sehr ungleich verteilt ist. So viel also zu dem Paper Interactive Modules in a MOOC aus Norwegen von dem Konferenzband der International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training oder kurz ITHET. Für mich war das ganz cool, das so zu lesen und ein bisschen aufzubereiten, weil ich, glaube ich, dadurch das Paper ein bisschen mehr verinnerlicht habe. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen näher bringen. Ich schreibe auf jeden Fall einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr das Paper finden könnt. Dann könnt ihr selber nochmal reinschauen. Und ich freue mich auf jeden Fall über jedwede Art von Feedback, auch Fragen zu dem Paper, Fragen zu anderen Themen, die da angeschnitten wurden. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.